Hi, willkommen, ich bin der Max und heute geht's auf die Ostküste hier in Koh Chang. Das Wetter sieht mega gut aus. Ich habe mich schon mit Sonnencreme eingeschmiert und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit. Geplant ist, mit dem Roller einfach komplett hochzufahren und einfach ein paar Punkte abzufahren, die ganz cool sein sollen. Und ja, und im heutigen Video stellen wir uns einfach mal die Frage, lohnt sich die Ostküste? Ich zeige euch alles, was ich so sehe, was ich so entdecke. Vloggt es heute einfach mal mit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also ich befinde mich gerade auf dem Weg in die andere Richtung. Oh, und ich habe schon mehrmals Gänsehaut bekommen. Ich muss es einfach mal kurz festhalten. Hier alleine die ganze Zeit am Meer entlang zu fahren. Und auch wenn jetzt hier wurde gerade was abgeholzt, wegen wahrscheinlich Bananenplantagen, so wie ich das sehe. Aber dann hängen da auch so richtig fette Spinnen immer in diesen drin. Es sieht einfach nur heftig aus. Ich gucke mal, ob ich was filmen kann. Oh nee, ich glaube, man sieht es nicht. Oh Gott, es ist richtig genial. Ich liebe es irgendwie jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht so weit gefahren bin. Und ich finde es mega. Also ich bin jetzt schon ein bisschen weiter hochgelaufen und so wie es aussieht, kann man da oben noch ein bisschen weiterlaufen. Ich finde, diese Leitungen und Rohre, die machen den Ausblick halt ein bisschen kaputt. Das müsste nicht sein, so blau, aber gut. Okay, dafür hätte ich nicht gedacht, dass es hier so steil noch nach oben geht und man fast mit Flipflops nicht so gut bedient ist. Schaut euch das mal an. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass man hier tatsächlich auch so wandern kann. Krass. Gerade da hinten wäre das Ende und wäre beinahe nicht weitergelaufen, aber hier ist ja erst der Real Deal. Das sieht doch nach einem Wasserfall aus. Wow, das sieht jetzt geil aus. Auch mit der Sonneneinstrahlung ist es gerade perfekt einfach. Okay, wow, wie schön ist das denn bitte schön? Schaut euch das mal an. Allein wie diese Sonne hier reinknallt, boah, ich habe voll Bock reinzuspringen. Mach ich glaube ich auch. Hab zwar jetzt eigentlich das nicht geplant, aber es sieht mega aus. Und so klar einfach alles. Also das lohnt sich doch definitiv hierher zu kommen. Wenn man so circa 7 Minuten weiterfährt, kommt man an den nächsten Wasserfall. Aber der ist jetzt wieder ein bisschen, ich weiß nicht, man muss 200 Baht Eintritt zahlen, so wie ich es bei Google gelesen habe. Und die Bilder haben mich jetzt echt nicht überzeugt. Also da war der Wasserfall von gerade eben viel, viel geiler. Und ich glaube, ich skippe den jetzt einfach. Falls ihr hier schon mal wart und ihr den gut fandet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich skippe den jetzt. Ich fahre gerade schon die ganze Zeit an dem geilsten Wasser hier entlang und wollte das jetzt euch einfach mal zeigen, weil auch hier gibt es wieder so einen mega langen Steg. Es sieht einfach nur genial aus. Also ich fahre genau an dieser Küste gerade entlang. Mega, mega schön. Ich bin jetzt gerade hier gelandet. Hier kann man wohl auf jeden Fall auch Kanus ausleihen und so durch die Mangroven fahren. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht machen, weil oh, hier sind kleine. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen durch das Fischerdörfchen und gucke mich mal um. Schauen wir mal, was das auch. Hier gibt es auf jeden Fall auch ein Restaurant. Schauen wir mal. Ich bin jetzt noch die Straße ein bisschen weiter gefahren. Hier ist auch so ein kleines Fischerdorf, das wurde auch bei Google angezeigt. Und schaut euch mal einfach den Blick an. So zwischen den Bananenblättern durch. Aber hier hatte man einen ganz guten Aussichtspunkt, weil man einfach das hier gesehen hat, so beim Fahren. So, ich bin jetzt noch zum AK Rang Viewpoint gefahren und das sieht schon auch richtig nice aus. Heute auch echt schönes Wetter erwischt, also die Aufnahmen, wow, schon schön und krass, wie viele Inseln da einfach, so kleine Inseln so drumherum sind. Es geht halt hier hinten sogar weiter, wow. Hier kann man auch übrigens was zu trinken holen und ja, mal so ein bisschen chillen. Ich muss sagen, tatsächlich relativ viel zu essen gibt es hier nicht, also packt auf jeden Fall vorher Sonnencreme ein, dass ihr euch immer fleißig einschmieren könnt und was zu essen und zu trinken auf jeden Fall. Zu dem Long Beach, der da hinten noch ist, da gehe ich jetzt wahrscheinlich nicht hin, weil ich lieber noch Mangrovenwald sehen wollte. Da soll es auch einen richtig coolen Steg gehen und den suche ich jetzt auch mal noch. So, hier geht es glaube ich zu dem Mangrove Forest rein, aber schaut mal, was ich hier gerade noch gesehen habe. Das ist einfach so ein krasser Tempel. Sieht auch wieder chinesisch aus, ich weiß es nicht.
So, ich bin angekommen. Man kann den Mangrove Forest eigentlich nicht verfehlen, weil das ist der Parkplatz. Parken kostet 10 für ein Motorcycle. Und ich glaube, jetzt geht's hier rein. Ich habe euch Mist erzählt, es geht zwischen diesen zwei Häusern hier durch. Und dann ist man schon drin. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Weil wenn man das nicht macht für Kinder oder so, könnte es ein bisschen schwierig werden. Also es ist manchmal ein bisschen wackelig, muss man sagen, aber ganz cool auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte, das ist nur so ein Steg nach vorne, aber es geht wirklich so durch so einen Wald, durch wie so ein kleiner Parcours, links, rechts. Teilweise ja so die Dinger so eingewachsen. Also echt cool, macht auf jeden Fall Spaß hier rumzulaufen. Und ich meine, es kostet bis auf die Parkgebühr von 10 Watt halt kein Eintritt, also finde ich schon gut. Okay, auf Google war jetzt hier noch so ein Weit-Buddha-Aussichtspunkt. Ich habe jetzt aber in den Rezensionen schon gelesen, dass das hier der Buddha gerade im Bau ist und ich stehe praktisch am Bau. Aber anscheinend soll es so ziemlich schöne Aussicht geben. Ich bin ein bisschen verwirrt, hochzufahren. Ich wusste jetzt nicht, ob ich hier hochfahren darf. Und hier sind lauter Mönche. Jetzt habe ich einfach so einen Mönch gefragt, ob ich hier hochfahren darf. Und er meinte, ja, ich gucke gerade noch, ob ich noch weiter hoch kann. Weil auf der einen Seite durfte ich nicht hoch. Also hier ist auch zu. Das heißt, okay, das ist die Aussicht. Und die ist jetzt, ja, ich würde sagen, okay. Arg viel weiter geht's nicht. Es ist übrigens auch so, dass ihr nicht einmal so rundherum fahren könnt um die Insel. Also das muss euch auch bewusst sein, dass ihr könnt hochfahren, aber dann halt müsst ihr die Küste auch wieder runterfahren. Es geht wohl nicht einmal drumherum, irgendwann hört es auf. Und deswegen werde ich mich jetzt auf den Rückweg machen, aber das war mein Bericht von der Ostküste. Richtig schön, lohnt sich definitiv einen Ausflug dahin zu machen und einfach einen Tag mal einen Roller nehmen und da ein bisschen was abzufahren. Badehosen auf jeden Fall mit einpacken für den Wasserfall. Ja, ich bin begeistert. Ich hatte einen richtig coolen Tag hier und ja, mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich habe hier gerade auf dem Rückweg noch so richtig den schönen Hidden Beach entdeckt, auch gleich an der Straße. Hier steht mein Roller. Erinnert mich so ein bisschen an Costa Rica, weil halt nichts ist. Ist eigentlich ganz cool. Also ich glaube jetzt zum Baden weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, aber irgendwie finde ich das schön. Ist so alles so komplett natürlich. Und der Sand ist auch so leicht gelblich, das sieht man auch so dunkelgelb irgendwie. Ganz nice.